Ja, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Veränderung in Städten ist das zentrale Thema dieser Konferenz, heute und in den nächsten Tagen. Und ich wurde gebeten, zum Thema Veränderung Ihnen auch Inputs von meiner Seite zu geben. Ich darf mir erlauben, am Beispiel der österreichischen Post AG, wo wir eine massive Transformation im letzten Jahr durchgeführt haben, einige Parallelen zu ziehen. Ich glaube, es ist auch deswegen bedeutend, weil hier nicht in der Wirkung, wenn das jetzt funktioniert. Darf ich noch die nächste Folie bitten? Ein Veränderungsprozess, der nicht bei uns sehr, sehr stark nach innen gewirkt hat. Also 24.000 Mitarbeiter in Österreich, in ganz Europa sind davon betroffen. Aber natürlich als zentraler Infrastrukturanbieter ist nicht auch die Wirkung sehr, sehr stark auch in die Öffentlichkeit rein. Das gilt nicht besonders für Österreich, aber Sie werden sehen, auch dann bei unseren internationalen Beteiligungen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wo wir gerade auf diesem Transformationsprozess uns befinden und sich dieses Bild hier betrachten, tue ich mir schwer, das zu sagen. Ich kann nur sagen, die Veränderung, die Transformation wird weitergehen. Und ich glaube, es ist durchaus auch eine Parallele, wie sie sich im öffentlichen Bereich in den größeren Städten diese Parallele auch ziehen kann. Bereits im 15. Jahrhundert, um ganz hinten zu beginnen, das ist vielleicht auch nicht so bekannt, als die erste Postverbindung gegeben, die in Österreich gestartet wurde, zwar in Innsbruck, nicht in Graz, auch in Innsbruck nach Belgien, wurde von Thurn und Taxis der Postbetrieb gestartet. Die Veränderung hat bei uns dann wirklich so 1999 begonnen. Die Österreichische Post wurde ausgegründet in eine Aktiengesellschaft. Dann 2003 mit einer Internationalisierung, vor allem mit dem Schwerpunkt Ost-Südosteuropa. 2006 an der Börse gegangen und die letzten Jahre beschäftigen uns sehr stark im Umfeld von E-Commerce, aber auch im Thema von Digitalisierung, auch der Shift vom physischen Brief zum Digitalbrief. Das sind massive Veränderungen, die sich hier durchziehen und die nicht auch Auswirkungen auf den öffentlichen Bereich haben. Ein wichtiger Schritt war für uns der Börsegang. Ich hoffe, dass Ihnen auch einige Aktionäre sind bei der Österreichischen Post AG. Auch deswegen wichtig, weil hier nochmal ein Professionalisierungsschub von uns gefordert wurde. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut erfüllen können. Wenn Sie auch hier diesen Benchmark sehen, die rote Linie ist der ATX-Index, also der Index der österreichischen Börse, im Vergleich dazu der Eurostox Transport. Und unsere gelbe Linie, also die hellgelbe Linie, die Entwicklung des Kurses der österreichischen Post AG und wir sind auch ein fleißiger Dividendenzahler und da zeigt man auch mit diesem sogenannten Total Shareholder Return die Entwicklung mit 133%. Auch aus Sicht des Haupteigentümers der Republik Österreich, die nach wie vor mit 53% bei uns beteiligt ist, ein schöner Wertehub. Wir kommen hier von 1,3 Milliarden und stellen trotz dieses Knicks sozusagen im Herbst des letzten Jahres einen Wert von 2,3 Milliarden dar. Die Basis dafür war diese Ergebnisentwicklung und die zeigt auch, dass die Veränderung dringend notwendig war. Wir waren so rund um die Jahrtausendwende auf plus minus null mehr oder weniger. Haben in den letzten Jahren das Ergebnis auf knapp 200 Millionen Euro Ergebnis gebracht, bei einem Umsatz von 2,4 Milliarden. Also sieht man auch, dass diese Veränderungen auch spürbar sind und auch hier ablesbar sind. Was sind aber die Treiber dieser Veränderung, und was steht dahinter? Und Sie erleben das auch Tag für Tag im alltäglichen Leben. Wir haben ganz gut abgeschlossen auf der einen Seite, auf der Herausforderungsseite, die Postmarktliberalisierung. Das ist eigentlich europaweit durch und ich glaube auch in Österreich wurde das gut gemeistert. Es beschäftigt uns natürlich die Substitution, die elektronische Substitution vom physischen Brief zum elektronischen Brief, klarerweise. Auf der anderen Seite, auf der Chancenseite, das Thema E-Commerce, der gesamte Paketversand, lebt natürlich ganz massiv mit der Chance E-Commerce. Das Ganze wird auch immer internationaler, also das Thema Cross-Border. Viele Sendungen kommen aus dem Ausland, gehen auch von Österreich ins Ausland, auch das wird bedeutender. Und wir sehen auch, dass es hier auch neue Geschäftsbereiche gibt, in die wir rein müssen. Fulfillment als Platzhalter dafür, dass wir auch die Wertschöpfungskette verlängern. Also nicht nur mehr Zustellungen auf der letzten Meile, sondern auch Waren näher beim Kunden vor Ort, und sondern auch die Wertschöpfungsschritte Richtung Kunden auch noch einmal zu vergrößern.
Und dann Speziallogistikangebote, Pharmalogistik hier als Beispiel, aber auch Wertlogistik als spezielles Thema. Also auch hier bewegt sich einiges. Begleitet von Investitionen, wurde schon angesprochen, im Thema grüne Logistik, komme ich noch kurz dazu. Ganz ein zentrales Thema auch für uns, aber auch permanente Investitionen in Kapazitäten. Das Wachstum muss nicht auch permanent begleitet werden. Aber insbesondere auch die Qualität, und damit meine ich auch die Qualität der Mitarbeiter, wo sich auch ganz massiv Schulungsprogramme, Personalentwicklungsprogramme auch dahinter verstecken. Auch dazu möchte ich Ihnen noch eine kurze Darstellung zeigen. G-Substitution, ich habe jetzt zu diesem Punkt jeweils eine Folie. G-Substitution ist insbesondere international gang und gäbe. Wir sehen, dass wir in Österreich zwischen 2 und 5% der Größenordnung bewegen wir uns weniger Briefe sozusagen. Wir kämpfen um jeden Brief, sage ich auch ganz offen, um jeden physischen Brief, haben aber auch hier inzwischen jede Menge digitale Angebote, also auch das wird verstärkt von uns angeboten und sehen aber auch, dass wir international durchaus hier ganz gut unterwegs sind, auch deswegen, weil wir gerade für Kommunen auch neue Produkte entwickeln, also um auch Wahlen zu unterstützen, die Wahlbeteiligung zu unterstützen, gibt es auch ganz spezielle Angebote, die ich Ihnen auch empfehlen würde und die sicher hier auch entsprechend in der Mengenentwicklung wirken. Und auf der anderen Seite das Thema Werbung. Direct Mail, Flugblatt, was auch Innovationen gibt. Also das Thema Kuvert, die Österreicher und Ihnen werden es kennen, die Bündelung sozusagen der Flugblätter, ein wichtiges Thema, das sowohl in der Produktion, aber auch beim Empfänger auf der Empfängerseite hilft. Also durchaus Innovationen, die hier auch einen guten Return on Investment zeigen. E-Commerce, das zentrale Thema, das uns nicht ganz massiv beschäftigt. Das sind gefühlt bekommen, wir haben im letzten Jahr in Österreich rund 80 Millionen Pakete zugestellt. Wenn Sie das vergleichen mit 2008, ist das fast eine Verdoppelung in diesen 7 Jahren mengenseitig. Das ist natürlich getrieben, dass das ganze E-Commerce-Wachstum prognostiziert wird, hier 13% plus in den nächsten Jahren. Das internationale Angebot, das wir hier bieten, ist auch in diesen gelben Ländern dargestellt. Sie sehen hier von Deutschland über Österreich, Südosteuropa, Türkei, gibt es Beteiligung in der österreichischen Post AG, wo auch diese Vernetzung zu greifen beginnt. Und wir haben natürlich auch mit Partnern gemeinsam diese Eurotis-Partnerschaft gegründet, das ist eine gemeinsame Firma, die wir auch betreiben über Gesamteuropa, aber natürlich auch mit anderen Postgesellschaften wird internationale Verbindung geschärft und auch weiter ausgebaut. Verlängerung der Wertschöpfungskette, wir kommen von der Zustellung, von der letzten Meile, das ist nicht unser zentrales Thema. Wenn Sie aber auf der anderen Seite sehen, den Versender, den Retailer, da gibt es dazwischen weitere Wertschöpfungsschritte, die wir auch unterstützen wollen. Das tun wir teilweise mit Partnern, ich erzähle auch ein steirisches Unternehmen, die hilft sozusagen dem stationären Handel ins Netz, zum Thema E-Commerce sich weiterzuentwickeln. Wir werden heute noch mit einem Online-Marktplatz kommen, haben aber auch begonnen, das Thema Lagerung, Kommissionierung entsprechend auch auszubauen. Und wenn Sie in Österreich ein Espresso oder DM bestellen, dann werden diese Waren auch hier bei der Systemlogistik an der Aufstellung von uns kommissioniert und dann entsprechend zugestellt. Ein wichtiges Thema, das sich sehr stark dann auch in die Kommunen hineinwirkt, Produkt- und Service-Innovationen. Gerade in Graz haben wir hier auch Schwerpunkte gesetzt von Anbeginn an. Wir haben eine der ersten Postempfangsboxen, die wir installiert haben, war in Graz. Wir haben Selbstbedienungszonen inzwischen rund 300 Selbstbedienungszonen in Österreich errichtet worden. Konsumenten rund um die Uhr 24/7 Briefe, Pakete versenden, empfangen können, 13.000 Empfangsboxen, aber auch die Entwicklung rund um das Thema Mobile, also mit der Universität Graz eine Entwicklung, wo wir eine Möglichkeit geschaffen haben, Pakete auch umzurouten, also während des Zustellprozesses auf andere Adressen umzurouten, beziehungsweise auch einen Wunschtag sich zu definieren. Neue Produkte wie die Lebensmittelbox, Lebensmittelversand in ganz Österreich. Das sind so Innovationen, die auch vorangetrieben werden und die wir auch das tägliche Leben durchaus unterstützen und auch entsprechend verstärken. Teilweise erfinden wir uns auch neu, ohne in die Tiefe zu gehen. Wir haben auch auf Basis eines Pharma-Logistik-Netzwerks in Deutschland einen Pharma-Großhändler begründet, ein echtes Startup, gemeinsam mit Partnern. Ich glaube auch, das wäre eine Botschaft, sich immer wieder auch zu hinterfragen, neu zu erfinden. Da würde man der österreichischen Post AG nicht zutragen, im Pharma-Großhandel tätig zu werden. Wir haben in 2 Jahren hier 3000 Apotheken als Kunden gewonnen und 250 Millionen Umsatz. Also durchaus auch Themen, die zu greifen beginnen, und wo man sieht, also auch mit neuen Geschäften kann man gute Umsätze erwirtschaften. Und ein Thema, das mir ganz besonders wichtig ist, wurde auch schon kurz angesprochen,
Die österreichische Post ist als einzige Zustellungsstation CO2-neutral. Wie schaffen wir das? Mit drei Stoßrichtungen. Das eine ist natürlich vermeiden, Effizienz steigern, spart dann nicht nur CO2, sondern auch Geld. Es gibt zahlreiche Optimierungsprogramme im Bereich der Routenoptimierung und Ähnlichem. Und dann ist das zentrale Thema alternative Energieformen, auch unterstützt von der öffentlichen Hand. Danke auch dafür, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben mehr als 1000 Fahrzeuge, E-Fahrzeuge bereits in Betrieb, davon rund 300 zweispurige. Kommt sowohl beim Empfängerkunden, auch beim Versenderkunden sehr, sehr gut an. Wir sehen auch bei internationalen Ausschreibungen, das Thema wird immer wichtiger. Und es gibt dann einen verbleibenden Rest an CO2, wo wir dann Zertifikate kaufen und damit sozusagen kompensieren und am Ende dann auch ein Zertifikat den Kunden geben können, Zustellung erfolgt im Brief und im Paket CO2-neutral. Investitionen überspringe ich jetzt, 100 Millionen Größenordnung jedes Jahr. Und die letzte und aus meiner Sicht noch sehr wichtige Folie ist, diese ganzen Veränderungen funktionieren nur dann, wenn man die Mannschaft, wenn man das Team mitnimmt. It's all about people. Dazu gehören natürlich dann Förderungsprogramme, Ausbildungsprogramme im persönlichen, fachlichen Bereich. Es laufen mir jedes Jahr rund 5000 Leute durch diese Ausbildungsprogramme, aber auch mit speziellen Zusatzausbildungen, Spezialangeboten, die auch die Kultur verändern. Trainee-Programme, auch das Thema Internationalisierung, wir versuchen in Südosteuropa, Türkei uns auch verstärkt zu vernetzen. Das sind halt seine Botschaft, die ich auch Ihnen auch mitgeben möchte. Also nur wenn Sie auch die Mannschaft mitnehmen, wird es funktionieren. Ich glaube, das trifft immer und überall zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch interessante Tage.